Willkommen zurück, liebe Leute. Da sind wir wieder mit Pacific Drive und meine tolle Mühle hier ist geschützt vor dem Regen. Und unsere Aufgabe ist es, einfach nur Straßen zu kartieren. Und das sollte doch kein Problem sein, oder? Wir sind soweit repariert, plus minus. Was war das denn? Sag mal. Das ist die Macke hier, oder was? Muss ich das reparieren? Das schießt einfach zu... Deshalb, beim letzten Mal oder davor die Folge, bin ich der festen Überzeugung gewesen, dass ich ein Reparaturkit dabei hatte. Und dann war es plötzlich nicht da. Und jetzt weiß ich, woran es lag. Das Ding hier hat eine Macke. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das so reparieren kann. Beliebige Autotür hinten, Schalthebel, Scheinwerfer, Hupe, Radiolenkrad, Kofferraum. Na, nee. Vielleicht muss ich das reparieren oder was? Voller Löcher abgenutzt. Ich bin aber der Meinung, wir hatten noch einen, oder? Das ist ja eine Frechheit. Aber gut zu wissen. Gut, dann machen wir es so. Weil ich den schon ganz gerne dabei habe. Haben wir das gar nicht? Seitlicher Stauraum. Stofffetzen 2. Nein. 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 Kann ich das reparieren vielleicht? Ich muss es riskieren gerade mal. Das, was bringt, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht bei vollständiger Reparatur? Oh Mann. Nee. Das ist dann scheinbar wirklich durch. Dann machen wir es so. Oh Gott. Nee, das geht scheinbar nicht. Komm mal da raus. Komm mal da raus. Wo war das? Hier. Okay. Dann muss es so funktionieren. Denn hier oben haben wir noch Zeug. Wir haben noch einen Reifen. Ich meine, die Tour an sich, da erwarten... Obwohl, ich spreche es gar nicht aus. Ich erwarte, dass es nicht so schwer wird, aber wir wissen alle, wie das endet. Deshalb belassen wir es jetzt gerade mal so. Batterie ist bei 73. Und wir düsen hoch. Wo wollen sie uns denn haben? Hier oben. Ja gut, das ist vielleicht dumm, dann einfach davon auszugehen, dass da nichts ist. Das wird eine verdammt lange Tour. Aber wir machen's. Ah, schön wieder hier zu sein. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Wir haben es 20.06 Uhr, wenn wir jetzt die Tour beginnen. Vergehen natürlich 3-4 Stunden. Und im Idealfall wird es in nicht allzu langer Zeit wieder hell. So, jetzt schauen wir mal eben. Ach, das hier zählt auch schon quasi. Wir machen es so. Okay, let's go. Unter Wakes. Eieiei. Jetzt haben wir es 22.43, das ist doch gar nicht so verkehrt. So, wir schauen. Wir können natürlich gucken, dass wir schon mal Energie aufsammeln. Ah, das ist eine easy Strecke hier. Ich darf dazu nichts mehr sagen. Das ist die furchtbarste Strecke der Welt.
Ja, komm, wir nehmen die großen. Ja, ich habe überlegt, wie man dieses Spiel quasi erweitern kann. Also einen zweiten Teil oder ein Prequel oder was auch immer. Und ich dachte mir so, eigentlich relativ einfach, denn du kannst es einfach mit einem anderen Fahrzeug und einer anderen Gegend machen. Oder eben als DLC hier andere Fahrzeuge anbieten. Ne? Stellt euch mal vor, du beginnst hier mit einem Fahrrad. Und das wird dann ein E-Bike und aus dem E-Bike machst du irgendwann einen Roller, aus dem Roller wird ein Motorrad und so weiter. Das muss dann natürlich angepasst werden von wegen Strahlung und so weiter, weil man natürlich sehr angreifbar ist auf so einem Ding, aber so alles in allem stelle ich mir das schon ganz nett vor. Also mit der Grundidee, Auto-Survival oder Fahrzeug-Survival zu machen, kann man, glaube ich, ganz viel machen. Und das muss ja gar nicht so abgedreht sein, wie das hier jetzt ist. So irgendwie mit irgendeiner Strahlung und einer Halbinsel mit Experimenten und so. Sondern im Grunde kannst du es auch in einer amerikanischen Vorstadt spielen lassen. Du bist der Zeitungsjunge auf einem Fahrrad. Und dann passiert irgendwas und du musst zusehen, dass du immer wieder in fremde Garagen eindringst oder so. Und da dann Sachen findest, um dein Fahrrad zu reparieren, um dann irgendwo hinzukommen. Oder irgendwie sowas, wisst ihr, was ich meine? Also rein vom Basic-Gameplay her sollte das nicht so schwer sein. Jetzt bin ich echt... Die ist ja winzig, die Map. Oder lass das ein Lieferanten sein. Ein Paketlieferanten. Und... Das muss ja nicht alles immer was Bedrohliches sein. Du kannst ja, oder ein Taxifahrer geht genauso. Du bist ein Taxifahrer und musst dafür sorgen, dass dein Fahrzeug eben vor Wind und Wetter geschützt ist, vor Leuten, die dann da irgendwie Mist machen in deinem Auto und so. Aber alles schon in dem Stil hier. Nicht diese ganzen billigen Simulatoren, die es überall gibt, sondern tatsächlich so richtig schön aufgezogen. Mit einer kleinen Story vielleicht, wo nicht zu viel geredet wird. So, aber man ist eben gezwungen, aufs Auto aufzupassen, denn darum geht es hier ja im Grunde. Das Auto ist der Superstar. Ich denke, das müsste grundsätzlich machbar sein. Und ich finde auch, dass das dem Entwickler hier hoch angerechnet werden sollte, wie die mit diesem ganzen Thema umgehen und wie die das umgesetzt haben. Das klingt auf dem Papier super bescheuert. Ja, es ist ein Survival-Spiel, aber mit dem Auto. Du bist quasi ein Auto, plus minus. Und du musst dein Auto eben aufwerten und dann durch Straßen fahren und so. Also den Pitch hätte ich gern gesehen, den da jemand vor dem Chef gemacht hat. Aber ich finde, das funktioniert ganz gut. Ich mag das wirklich sehr und da zählt ganz viel dazu. Also zum einen natürlich das Gameplay an sich, aber auch wie das Auto klingt und wie man hier so eine Wackelkopffigur reinsetzt. Und das hat ganz viel Charme irgendwie. Und trotzdem ist dieses ganze Auto-Tuning und Verbessern und so nicht nur so eine kleine Sache, sondern ich freue mich regelrecht drauf, das Auto zu reparieren, zu schauen, was kann ich jetzt machen und so weiter. Und das Auto sieht dann visuell tatsächlich anders aus. Finde ich super. Ich hoffe, die machen daraus noch mehr. Und das können die überall spielen lassen. Lasst es so ein Sandbuggy in der Wüste sein und man ist irgendwie als Tourist, weiß ich nicht wo, in der Wüste eben gestrandet und hat nur so ein Buggy dabei und muss schauen, dass man wieder zurückkommt. Und dann können sie natürlich noch hinzufügen, dass man den Weg rausfinden muss, sich irgendwie orientieren muss. Aber dafür müssen sie halt eine riesige Wüste bauen, wo es dann wirklich auch Sinn macht. Und man dann sagt, ah ja, okay, das ist nicht einfach mal eben geradeaus fahren und dann ist man raus, sondern man muss tatsächlich dafür sorgen. Und da denke ich zum Beispiel an Spiele wie Star Sand, was ja dieser Marathonläufer war, der dann eben gestrandet ist in der Wüste.
und dann eben auch seinen Weg da irgendwie rausfinden musste. Das fände ich super interessant. Also, und dann aber, wie gesagt, so, ne? Nicht wie diese anderen komischen Simulatoren, wo alles so ein bisschen schäbig aussieht. Das muss so eine charmante, coole Nummer sein. Oder aber, wie ich schon mehrmals gesagt habe, einfach ein Tornado-Jäger-Spiel. Das ist irgendwie was, was es noch gar nicht gibt. Was höre ich hier? Was ist los? Besser so. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Alles okay, alles okay. Raus hier. Ein Reifen ist durch. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Mhm. Ich wollte gerade sagen, wir wollen dahin, aber von wollen kann, glaube ich, keine Rede sein. Ich konnte jetzt leider nicht darauf achten, was da gerade gesagt worden ist. Die Kinder der Sterne oder sowas habe ich, glaube ich, gesehen. Ich weiß nicht, wer hier mit uns spricht. Hier Ärger? Das kann ich gar nicht reparieren, ne? Mach's gut. Ich bin ein bisschen schwach heute. Oh, wir müssen tanken, naja. Fiese Ecke. Geh mal her hier. Das Ding ist auch leer. Jetzt müssen wir hoffen. Ja. Sehr praktisch. Wir sehen zu, dass wir direkt rauskommen. Das Sumpfgebiet mag ich persönlich am wenigsten, weil ich weiß nicht, ich glaube so Säurezeug und so mutierte Pflanzen und so war nie so meins. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo ich gedacht habe, geil, Sumpf. Es war immer irgendwie so, ah, nee. So, schauen wir mal, ob wir trotzdem noch ein bisschen Energie uns abkapseln können. Ich glaube da vorne, das sieht ganz gut aus. Bei der Kreuzung links. Dann haben wir es ja nicht mehr weit.
Da haben wir noch mal Energie, aber das wird sonst zu knapp, glaube ich. Wir haben hier leider auch die Strahlung. Aber mal schauen, immer mal wieder so ein bisschen was mitnehmen, was wir uns leisten können. Was nicht allzu gefährlich ist. Batterie 17,8. Schaffen wir schon noch. Haben wir eine Ladestation hier? Nö. Natürlich mit dem Handstaubsauger schneller, aber jetzt ist gerade nicht allzu dringlich hier. So, wir schauen. Der Plan ist vorne links hoch. Nicht sterben. Ah, ich muss hier an dem Johnny mal eben vorbei. Das ließ sich jetzt leider nicht vermeiden auf die Distanz. 5.39 Uhr, wir kriegen gleich Tageslicht. Sehr gut. Schaut mal da, die fangen den. Haha, sehr cool. Let's go. Passt, passt. Let's go. Ist mir zu knapp. Batterie ist gleich leer, aber wir sind jetzt erstmal raus. 6,3, 6,2, 6,1. Oh Gott, das läuft ja so schnell wie ein Taxameter. Kennt ihr das? Man steigt ein, 4 Euro. Gibt es eigentlich noch eine Kurzstrecke im Taxi? Kennt man das überall? Ist das so ein Berliner Ding? Ich weiß das überhaupt nicht. Weil natürlich in einer Nicht-Großstadt eine Kurzstrecke vielleicht gar keinen Sinn macht. Auch keine Ladestation leider. Ich hab's nicht dabei. Sag mir nicht, dass das auch abgefallen ist. So geht's auch. So, wir schauen rein. Wir haben recht viel Energie. Wir kommen... Ach, wir sind schon da. Warte mal. Ja, sehr gut. Dann schnappen wir uns Energie. Energie. Das sieht doch abgefahren aus.
Sehr gut, kommt jetzt ein Tunnel. Ja. Ich dachte, da wäre was Besonderes bei dem gelben Punkt hier, aber die haben alle einen gelben Punkt. Komm rauf. Was ist denn jetzt los? Wo kommt das denn her? Was geht denn jetzt ab? Wo kam das denn her? Das ist ja sehr merkwürdig. Also sage ich nicht nein, aber... So, wir holen uns noch die Energie und dann düsen wir zurück. Wir haben noch ein bisschen Benzin, Batterie geht auch gut. Neue Anomalien. Okay. Also nicht reinfahren. Raus hier. Sehr schön. Fliege durch ein Portal, während das Auto durch die Luft fliegt. Okay. Beabsicht. 4 beschädigte Energie, sehr schön. Fresh new upgrade waiting for you, driver. Straight out of the oven. Die Anomalie-Barrikade. Überlade das ARC-Gerät. Hole dir den Überlader aus Oppis Rohrpostsystem. Okay. Überlader. What do you think, Francis? It could work. It will work. We don't know anything about the well, but the driver doesn't have to go in completely empty-handed. You're removing the ARC device's limiter and overloading its charge capacity. Right.
So no matter how much energy the car's getting blasted with, the Ark will be able to overpower it to open a gateway. It's the only way to extract the driver from whatever's going to happen at the trigger point. And then we use Alan's suppression technique to keep the whole thing from completely exploding? This sounds like a lot. So, was sagt das auch? Super. Now you can head out and overcharge it. We'll give you instructions when you're en route. Das sieht gut aus. Ich bin optimistisch. Zwielichtig. Haizähne. Aber da sage ich nicht nein. Ich sehe keine Haizähne. Was? Jetzt so ein bisschen. Yes. Hier vielleicht ist das die Lösung. Merkwürdig, dass man hier gar nichts sieht. Ja, da haben wir ihn. Okay, ist jetzt keine große Veränderung, aber das mag auch daran liegen. Warte mal, was ist denn zwielichtig? Ah, das ist so draufgemalt, ne? Ja, in manchen Fällen macht es wahrscheinlich mehr Sinn, dann einfach die simpelste Variante der Tür zu nehmen, zum Beispiel ohne Panzerung. Weil auch hier sieht man jetzt leider nicht so super viel. Wir können mal schauen, was wir sonst noch so haben. Tarnmuster bin ich persönlich kein Fan von. Dann machen wir das einfach mal jetzt wieder zurück. Das war's. Naja, ist auch nicht so schlimm. Man sieht's eh nicht. Wollen wir eine neue Farbe mal nehmen? Sollen wir es mal schwarz machen? Ja, warum nicht? Ja, gefällt mir. Nee, das ist bereits. Ja, warum nicht? Schild ist noch okay. Das kommt rüber. Ansonsten soll das reichen. Das ist ja wirklich nur so ein Gimmick, aber was soll's. Ist doch cool. So, wir bauen ein Reparaturkit. Bisschen mehr als eins. Wir hauen die drei. Und schauen, was wir so reparieren können. Ja, beim Reifen sollte ich zusehen, dass ich einen weiteren Offroad-Reifen herstellen kann. Oder wenigstens einen Ersatzreifen. Für den Fall der Fälle. Das sieht alles noch okay aus hier. Ich denke, da muss ich mich jetzt nicht verrückt machen. Wir haben zwei Abdichtkits dabei. Eins, zwei, das sieht gut aus. Drei, vier. Gib mal was. Hier, yes, sehr schön. Das will ich nehmen. Das hauen wir damit rein. Wir sehen zu, dass wir einen Hammer herstellen. Warte mal, eine gepanzerte Tür. Nee, brauchen wir nicht. Stahlplatte, das passt. Stahltür. Plasma-Ladegerät. Was fehlt? Zwei Glühbirnen. Das ist ein bisschen besser als das, wie heißt das? Starter-Set oder was? Starthilfe? Weil das ein bisschen mehr kann. Die Starthilfe verwendest du einmal und dann ist sie durch. Machen wir das mal so.
weiteren Hammer. Ich nehme jetzt mal sicherheitshalber mit. Und dann wird sich zeigen, ob sich das alles lohnt oder nicht. Starthilfe haben wir, Fackel brauchen wir nicht. Repariere das Auto, ist okay. Schau beim hilfreichen Müllcontainer vorbei. Ah, wie schön. Ist es das erste Mal, dass es hier nicht regnet? Kann das sein? So, hilfreicher Müllcontainer. Hau raus. Plasma. Danke, schätze ich. Konserve und Reparaturkit, das können wir stacken. Die Sachen hauen wir hier rauf, würde ich sagen. Stackt sich das auch, dann bleibt es da. Okay, soweit so gut. Carbonglasfaser, was ist das denn hier? Die Eier, ne? Sind Instinkt und Intelligenz dasselbe? Wissen wir, warum wir bestimmte Dinge wollen und was bedeutet das für die Anomalien? So, wir haben 17 verfügbar. Ich wäre eigentlich interessiert an dem, was wir nicht haben. Wie es immer so ist. Rücksitztank. AMP-Motor. 234 Fährstärken. Ach, das läuft über die Batterie dann. Viele der ersten Fahrzeuge hatten einen Elektromotor, doch der Verbrennungsmotor lief ihm sehr schnell den Rang ab. Dank LIM-Technologie und ein wenig Plasmaenergie erlebt der Elektromotor nun seinen zweiten Frühling. Naja, warte mal, aber wie lade ich denn das Ding? Weil die Batterie ist ja nun, die hat ja keine Riesenkapazität, ne? Das würde dann wahrscheinlich Sinn machen. Mit diesem Gerät wird nicht einfach nur Energie aus Regentropfen gewonnen, sondern auch aus den Säuren, ja. Also wenn ich mir das Ding hier leisten kann, und das kann ich erst, wenn ich das freischalte, ich weiß bis heute nicht, was eine Wackelwrack-Anomalie ist, dann macht das Sinn. Aber jetzt die Batterie mit dem Motor zu belasten noch, und zwar nur, ist, denke ich, ganz großer Quatsch. Aber gut, wir wissen es jetzt. Nee, warte mal, das ist hier, ne? Sehen wir zu, dass wir das hinkriegen. Die Scheinwerfer sind super wichtig, wie wir schon gelernt haben. Sehr gut. Ja, ich mag es auch total, wie das Auto immer mehr wird, immer stabiler, immer schneller und so. Und man sieht richtig zum Ende hin die Summe des ganzen Abenteuers so ein bisschen. Das mag ich auch an Filmen, wenn du am Ende dem Charakter ansiehst, der ist richtig durch was durchgegangen und jetzt kommt das Finale. Ein Film, der mir da immer wieder einfällt, wo ich sage, ey, da leidet man so mit bis zum Ende, ist I Saw the Devil, falls den mal jemand gesehen hat. Den gibt es in Deutschland leider nur geschnitten, auf die perverseste Art geschnitten, dass es fast nicht mehr lohnt, den Film zu schauen. Aber es gibt wohl so eine UK Blu-ray-Variante und die ist so unfassbar brutal. Das ist wirklich also kein Film für schwache Nerven. Aber da ist man am Ende echt so, boah, es war jetzt aber wirklich viel Blut und viel Schmerz und viel Rennen und so. Aber ja, wie gesagt, in Deutschland leider nur in der furchtbar geschnittenen Version zu kriegen. So, wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsste es jetzt eigentlich möglich sein, auch ein Portal zu öffnen, entweder ohne Energie zu haben oder egal wie schlimm wir mit Strahlung geballert werden. Aber wir haben hier ein bisschen Energie. Das ist nicht sonderlich viel, aber das nehmen wir mal mit. Zumindest das in der zweiten Kurve.
Tankstelle. Da drüben. Doch, das kriegen wir aber hin, oder? Haben wir schon wieder eine neue Macke eigentlich? Gleiche Macke wie zuvor auch. Beifahrertür öffnet sich beim Bedienen der Handbremse oder des Parkschalters. Sehr schön. Erste Etappe geschafft. Hier und dann nochmal eine Riesentour hier hoch. Aber das ist besser als durch diese Gebiete durch. Ja, so machen wir es. Da bewegt sich etwas, haben wir da als Anomalie. Jetzt bin ich mal gespannt. Ein bisschen Ruhe. Ein bisschen Strahlung, das halten wir aber aus. Also wir halten es nicht aus, aber wir haben genug Zeit, hier durchzukommen. Da hinten, instabile. Die schnappen wir uns. Ja, die Wackelwrack-Anomalie, da muss ich dann mal schauen. Also... ich schätze mal, das Spiel ist auch so lösbar, ohne jetzt alle möglichen Upgrades zu holen. Aber man will es natürlich auch irgendwie sehen. Ne? Okay, die haben mich da noch nicht gesehen.
Kristall haben sie mir geklaut, so wie es aussieht. Oder das kam von der Puppe. So, jetzt kommt die lange Etappe mit einer Unterbrechung, nehme ich mal an. Keine Unterbrechung, sehr schön. Batterieprobleme. Schauen wir. Ich weiß nicht, was das Symbol da heißt. So viel Zeit muss sein. Es ist mir zu riskant mit den Anomalien hier, um das Auto hier runterzubringen. Ja, wenn ich das schon sehe. Und das werden ja gleich noch mehr, sobald ich das nehme. Und zu Fuß bin ich da einfach ein bisschen agiler unterwegs. Ob man es glaubt oder nicht, so ein Station Wagon ist nicht so super agil. Durchaus stylisch, aber... Sieht aber ganz gut aus. So, und raus hier. Nee, nee, du bleibst mal schön da. Sieht gut aus. Ja. Augenmaß passt. Wo ist hier die Straße? Hier vorne.
Benzin, nee, das passt alles noch. Jetzt kein unnötiges Risiko eingehen hier. Ich will lieber nochmal irgendwo gegenfahren. So, das passt. Let's go. Sehr gut. Jetzt müssten wir eigentlich da sein, oder? Mhm. Macht mir auch Sorgen. Guess you're on your own, driver. Good luck. Okay, fine. The regular anchors aren't enough to overcharge the arc device to the level we need. But there's an old anomaly barricade we can piggyback onto. It's archaic technology, an early attempt to stop anomalies from drifting out into the wider Olympic Peninsula. It worked for some time. Until it didn't. But long enough to get the old wall built. The barricade's in bad shape, but what's a little rampant voltage leakage? Not like the ghosts and goblins of the Deep Zone will mind. And if they do, more the better for Francis. Huh? Appreciate the olive branch, Oppie, but boy, do you have a lot to learn about the paranormal. I'd be happy to give you a primer after all this is over. Hard pass. I'm far too old for that. The car will induce a current along the barricade, in the same way you did it crossing the old wall. Every connection point needs to be induced within a limited time. Electrify the entire barricade, and we'll have all the power we need. You heard him. Floor it, driver. You're near the barricade's operating station. Can you get in there and look around? We need something that'll give us the lay of the land. Perfect. I'm uploading the barricade map to your arc device. By my calculations, if you electrify all 8 posts, you'll have all the power you need. Oppie, does that seem right? Does it seem right to you? I think so. Yeah, I ran the numbers a few times, and I... Then get to it, driver. Okay. Sind wir bereit? Innerhalb einer gewissen Zeit, hat er gesagt. Wir lassen das Licht jetzt mal ganz bewusst aus. Gleiches Prinzip. Der Straße folgen.
looking good, driver. Device readings at 4.2 gigajoules and holding steady. Good. Then we're all set. The ARC device is ready to go. It'll hold that charge for as long as we need it. Pedal to the metal, driver. Storm's coming. Was auch immer das jetzt gebracht haben soll, das habe ich nämlich noch nicht verstanden. Aber das wird sich jetzt hoffentlich zeigen. Nice work out there. The whale could be a lot. Take your time, gear up. No telling what that remnant's going to unleash. Das Ende der Reise. Gelange zur Quelle. Okay. Ich vertraue dem Titel jetzt mal und gehe davon aus, dass das das Finale sein wird. Das bedeutet für uns, die Folge endet hier in jedem Fall. Gelange. Hey, driver. I sent you something, if you don't mind taking a look. Wir schauen hier nochmal eben rein. Tobias' favorite cryptid of them all. If it's not too much to ask, if you could put it on your dashboard, so okay. Tobias can come along for the ride, for wherever you're going. But don't feel obligated by any means.
Wir schauen es uns noch an. Was ist das denn? Was soll das sein? Okay, gelange zur Quelle. Schauen es uns an. Also die Quelle befindet sich hier oben. Das ist das Ende der Reise. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sie hier die Wahrheit sagen. Das bedeutet, wir sehen uns in der nächsten Folge, möglicherweise die letzte. Und dann schauen wir, wie das Ganze hier endet. Und ich lasse das jetzt genau so und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, präparieren das Auto, düsen da hoch und dann schauen wir, wie das Ganze endet und was uns die Story sonst noch so zu erzählen hat. Also, liebe Leute, bis dahin. Ciao.